Auf der Leipziger Frühjahrsmesse 1970 wird sie noch als V300 bezeichnet. Es ist der Anfang einer großen Familie mit den Baureihen 130, 131, 132 und 142. Allein von der 132 werden über 700 Maschinen in Dienst gestellt. Die 004 der Leipziger Eisenbahngesellschaft befindet sich fast wieder im Auslieferungszustand. Ausfahrt in Kablo bei Königs Wusterhausen. Seit 1992 tragen alle großen ehemaligen DR-Dieselloks statt der 1 an erster Stelle jetzt eine 2. Bis heute gehören Ludmillas, so ein Spitzname, zu den wichtigen Zugpferden bei DB Cargo. Eine Modernisierung und die Ausrüstung mit neuen Motoren am Anfang der 90er Jahre ließen die Baureihe 233 entstehen. Fast zeitgleich entstehen mit Drehgestellen von der bereits ausgemusterten Baureihe 130 Ludmillas für Tempo 140, vorgesehen für den Intercity- und Interregio-Dienst, bezeichnet als 234. Zwei Ludmillas vor einem Panzerzug. Ein Powerpack.
4000 PS Leistung hat die Baureihe 142, allerdings nur in 6 Exemplaren gebaut. Die Lok wird 1995 ausgemustert und an Privat verkauft. Eine Zeit lang fährt sie bei der Eco-Transportgesellschaft. Heute bei ArcelorMittal. Ab 1997 entsteht aus Umbauten die Baureihe 241 mit 4000 PS Leistung. Bis zum Erscheinen der Maxima sind die 11241 und die 6242 die stärksten Dieselloks in Mitteleuropa. Der Rangierbahnhof Wustermark, nordwestlich von Berlin gelegen. Regelmäßig übernehmen hier Ludmillas Güterzüge. 232, 283 von Wedler und Franz wird aufgerüstet. Der Kolomna V-Motor 5D49-16 läuft. Rauskommen mit einer Lok von 129 und dann Richtung WOT zum 59846. Die WFL-Lok 232 333 wird die Fuhre übernehmen. Lokführer Frank Anheier ist heute für die Fahrt nach Premnitz eingeteilt. Die Farbgebung stammt aus der Zeit bei DB Schenker Rail Polska. Seit Ende 2014 ist Wedler und Franz die Eigentümerin. Die WFL Ludmilla rollt zu ihrem Güterzug. Mit 59846 abfahrbereit nach Premnitz. Die Liste, die müsste in Kürze bei dir ankommen. Auch diese Lok hat noch einen alten Kolomna-Motor. Hinter dem Motor sitzt die Generatoranlage. Tausend PS Leistung bringen den schweren Zug locker in Bewegung. Musik
Charakteristisch ist das Steuerrad für die Fahrstufen. Auch 232309 hat eine polnische Vergangenheit. Heute fährt sie wieder unter der Flagge von DB Cargo.